Erzengel Gabriel, Tagesbotschaften. Empfangen durch Shelly Young, übersetzt von Wolfgang. 26. Juli 2022. Wenn ihr einen Traum hattet, den ihr nicht weiterverfolgt habt und der in seiner ursprünglichen Form für euch nicht mehr realisierbar ist, wie könnt ihr dann die Kernelemente dieses Traums nehmen und ihn in einen neuen Traum verwandeln, der für euch jetzt völlig möglich ist? Wenn ihr es nicht wisst, werft euer Netz weiter aus und lasst euch bei der Entdeckung führen. Wir empfehlen euch dringend, eure Träume und Interessen nicht wegzuwerfen, wenn ihr sie nicht in die Tat umgesetzt habt. Es ist nie zu spät, kreativ zu werden und eine neue Version eures Traums zu finden, die Energie dessen, was ihr liebt, auf eine andere Art und Weise enthält, die euch in eurem heutigen Leben unterstützt. Euer freudiger und wahrer Selbstausdruck wird es euch ermöglichen, euch wieder neu in das Leben zu verlieben. Und genau das wünschen wir euch, heute und immer. Erzengel Gabriel durch Shelly Young. Grazie Gott, ihr Lieben, hier bin ich wieder. Ja, noch eine Antwort an einen Schlaubi-Schlumpf, ja, der nicht versucht, mit außer zu übersetzen. Und hier in diesem Text, ja, in diesem bösen Text, ja, weil nämlich böse Worte wie nicht verwendet werden, ja, erkennt man sehr gut, warum es sinnvoll ist, diese Worte zu nutzen. Ja. Gleich der erste Satz. Ja. Wenn dieser Traum in der ursprünglichen Form für euch nicht mehr realisierbar ist, ja, wie soll man das denn anders sagen, ja? Und natürlich, wie gesagt, man sollte daraus keine Affirmation machen, ja? Das ist doch auch klar. Woher kommt überhaupt dieses Missverständnis, dass man keine und nicht verwenden sollte, ja? Es kommt daher, dass man dann automatisch Worte verwendet, die vielleicht ungünstig sind, die sich vielleicht in unser Unterbewusstsein eben eingraben, ja? Aber da geht es wirklich um Affirmationen und grundsätzlich um die Vermeidung bestimmter Worte, nämlich die, die nach nicht und keine kommen. Ja? Eben nicht gegen Krieg zu sein, sondern für Frieden zu sein. Ja? Das ist das beste Beispiel dafür. Ja? Ich kann nicht sagen, ich will alles außer Krieg, ja? Weil da ist dann wieder Krieg drin. Und es geht darum, das Wort Krieg zu vermeiden und nicht die Wörter nicht und keine zu vermeiden. Ja? Deutlicher werde ich jetzt nicht mehr und ich lasse euch jetzt wirklich auch in Ruhe, weil die meisten haben es verstanden, denke ich. Aber was spannend ist, vielleicht haben es ja manche bemerkt, und zwar hat der Arcturianische Rat und die meisten, die mir jetzt zuhören, haben wahrscheinlich einen gewissen Draht auch zum Arcturianischen Rat. Und der hat uns heute wirklich wunderbare Hinweise gegeben. Ich fand es so süß, ja. Die haben nämlich tatsächlich, ich glaube, viermal das Wort Vertrauen genutzt in ihrem Text. Also Wink mit dem Zaunpfahl. Ja? Unter anderem hier: Alles, worauf ihr gewartet habt, wird kommen und ihr müsst es sein, die euren Mitmenschen dieses Vertrauen entgegenbringen. Denn es wird immer noch welche geben, die lieber Untergangsstimmung auf eurem Planeten verbreiten. Also erstes Mal Vertrauen, weil wir unseren Mitmenschen vertrauen und auch Vertrauen in die positive Entwicklung haben. Deswegen sind wir dann auch vertrauenswürdig, weil das Spiegeluniversum das gar nicht anders zulässt. Ja? Wenn ihr vertraut, wird euch vertraut. Und dann werden auch die Menschen sich an euch wenden, was ja eben sehr wichtig ist in dieser Zeit, dass eben gerade Erwachte euch finden und eben keine Verschwörungstheoretiker, die noch in ihrem selbstgewählten Kaninchenloch gefangen sind. Ganz tief verbuddelt und irgendwelche Horrorszenarien über den Weltuntergang fantasieren. Unter anderem sind wir auch deswegen vertrauenswürdig, weil wir den kosmischen Gesetzen folgen und eben allen Menschen gegenüber wohlgesonnen sind. Ja? Hier in dem Text wird ja nochmal gesagt, dass wir da auch wirklich keine Ausnahme machen sollten, aber ich gehe mal weiter. Und wenn ihr nicht in einer Realität leben wollt, in der es Schurken und Taten gibt, die für euch unvorstellbar sind, dann erhöht eure Schwingung und vertraut. Da haben wir es wieder, ja?
Wir sollen auch grundsätzlich vertrauen, ja, in einen positiven Wandel, der nicht mehr abwendbar ist. Es geht weiter. Wie wir schon sagten, vertraut, denn ihr und alle anderen auf der Erde, die noch nicht erwacht sind, bekommen alles, was ihr braucht. Und es kommt gerade zu euch. Wie wir schon sagten, können wir es fühlen. Wir spüren den Unterschied, den die jetzigen Energien gemacht haben. Und wir wissen, dass ihr auf der positiven Stimmung, die wir spüren können, weiter aufbauen werdet. So viel Vertrauen haben wir in euch alle als das Kollektiv der Erwachten. Ja, also selbst der Arcturianische Rat vertraut uns. Ja? Nur die Föderation des Lichts durch Blossom Gottschild sagt einfach, wir vertrauen niemandem, keinem, nichts. Ja? Also none kann man auch nicht anders übersetzen. Ja? Also nochmal kurz hier den Englischprofessor gespielt. None kann keiner oder nichts bedeuten. Ja? Oder halt eben auch niemandem. Und da gibt es keine falsche Übersetzung dieses Wortes. Ja? In dem Fall könnte man auch sagen, niemandem und nichts. Ja? Weil das wirklich alles beinhaltet. Und das ist schon sehr strikt, würde ich sagen, und sehr deutlich. Dann ist mir noch was aufgefallen, und zwar ziemlich am Anfang des gestrigen Textes. Wenn dein Herz und deine direkten Gefühle sich mit uns verbinden und du unsere Wahrheit fühlst, dann bleib bei uns, denn es ist deine Wahrheit. Solltest du dich in irgendeiner Weise unwohl fühlen, während du dich mit uns verbindest, dann verlasse uns sofort, weil wir nichts für dich sind. Ja, geht's noch, ja? Man soll niemandem vertrauen, aber wenn wir das nicht fühlen, ja, dann sollen wir sofort uns verpissen. Dankeschön. Also, das ist nicht so Licht, was darüber kommt, ja? Also, ich fand's gestern schon unfassbar deutlich. Hinzu kommt, dass dann gestern auch noch Werbung gemacht worden ist für eine bestimmte Technologie, ja? Also, die Technologie kann ja gut sein, aber mir war es dann eins zu viel. Und ja, wie soll ich sagen, ja, dann kommt ja fast schon Ego hier raus auf die Frage, ob sie die Galaktische Föderation des Lichts sind. Nein, das sind wir nicht. Wir sind die Überwacher der Überwacher. Und deshalb würden wir sagen, wenn wir nach unserer Positionierung beurteilt werden sollten, dass wir die Galaktische Föderation des Lichts überwachen. Ja, also wenn ihr die Galaktische Föderation des Lichts schon gut findet, haha, wir sind viel besser, wir sind die Chefs der Galaktischen Föderation des Lichts. Versteht ihr? Und nicht mal denen vertrauen wir. Also, echt. Ja, schwierig. Ich habe ja schon häufiger was dazu gesagt, dass ich schon das Gefühl habe, dass Blossom da so ein bisschen reingelegt wird. Und es gibt auch sonst kaum eine Quelle, die so konkrete Voraussagen machen, die dann auch nie eintreten. Ja? Nie. Das ist das Problem, ja, an der Quelle. Seit Jahrzehnten. Und in dem Zusammenhang sage ich auch mal, und ich weiß, das kann Argument dafür und dagegen sein, dass eben Hidden Hand in diesen Wahrheitstagen, ja, nochmal kurz für alle zur Erklärung, Hidden Hand ist einer der dunklen Elite, der den Auftrag erfüllt hat, Wahrheit zu generieren, ja, in einem bestimmten Forum, das er sich ausgesucht hat, hatte er sich zur Verfügung gestellt, ein paar Tage lang jede Frage zu beantworten. Ja? Und unter anderem hat er gesagt, dass Blossom Gottschild auf eine falsche Quelle hereingefallen ist. Ja? Während er zum Beispiel sagt, mitunter das beste Channeling, das uns zur Verfügung steht, ist das Law of One. Ja, um das einfach mal gesagt zu haben. Und wie gesagt, ja, ich weiß, man kann ja auch sagen, ja, da wollte er uns auch hinters Licht führen, ja. Das kann man natürlich so sehen. Aber ich habe euch ja schon mal gesagt, was der beste Narzissten-Test ever ist. Und zwar ist das, wenn man etwas von einer großartigen Sache erzählt, von der man erfahren hat, dann wird der Narzisst das versuchen zu toppen, ja. Sei es, dass ihr beruflich gerade recht erfolgreich seid und das eben erzählt, dann wird der Narzisst sagen, ja, ist ja toll, aber ich habe das und das und das. Und diese Geschichte ist dann noch grandioser und leider aber nicht wahr. Ja? Und genau daran hat mich das Aufseher der Aufseher erinnert. Ja? Also grundsätzlich, wenn euch irgendjemand erzählt, ja, wer ist der Wichtigste gerade im Aufstieg, ja,
das ist Saint-Germain, der ist wichtiger als alle anderen. Ja? Und natürlich ist Saint-Germain sehr wichtig, aber Saint-Germain würde das so nie sagen. Ja? Und natürlich ist dann Saint-Germain das höhere Selbst desjenigen. Dann habt ihr wieder einen Narzissten kennengelernt. Nur mal so als Tipp. Ja? Ich weiß auch nicht, ich bin heute ein bisschen kampflustig. Aber wir kommen jetzt gleich auf den wunderbaren Text zu sprechen. Und vielleicht hätte ich es andersrum machen sollen, aber es hat mir eben auf der Zunge gebrannt. Genau, also ja. Aber glaubt doch bitte nicht, dass es ein Zufall ist, ja, dass wir gemeinsam gestern über diesen Satz bei Blossom stolpern und der neuntdimensionale arcturianische Rat uns heute viermal das Wort Vertrauen in dem kurzen Text schenkt. Ja. Das ist kein Zufall, das ist der Wink mit dem Zaunpfahl, wie man das so schön sagt. Aber welchen Fehler man jetzt nicht machen sollte, dass man jetzt alles schlecht findet, was man durch die Blossom-Gutschalt-Texte gelernt hat. Überhaupt nicht. Das Mantra ist und bleibt wunderbar. Ja? Es gibt aber natürlich auch einen Grund, warum dieses Mantra nicht von anderen Quellen genauso gefeatured wird. Ja? Das ist nicht das einzige Mantra, das euch weiterbringt. Es gibt ganz viele wunderbare Texte und Affirmationen und Mantren, die genau das Gleiche bewirken. Ja? Das ist aber natürlich schon auch sehr kraftvoll. Und so arbeitet ja auch die Dunkelheit, die mit uns wirkt. Dass sie uns wirklich viel Wahrheit schenken und dann sind so ein paar Lügen mit eingeflochten. Ja? Und wenn ihr eine wachsame Intuition habt, dann merkt ihr das auch sofort. Ja? Dann braucht ihr gar kein besonders großes detektivisches Talent, um das zu erkennen. Ja? Grundsätzlich nimmt man sich nur das, was man wirklich braucht. Ja? Man muss einer Quelle nicht, so wie das hier gesagt wird, alles glauben. Ja? Muss man nicht. Man kann sagen, ach, den Aspekt fand ich schöner und hier fand ich das gut. Und so kommt man weiter bei den Dingen, mit denen man wirklich in Resonanz geht. Und dann wird alles andere, was nicht für einen bestimmt ist, sowieso wegfallen. Ja? Deswegen ist auch das nicht richtig, was Sie sagen. Dann müssen wir Sie komplett verlassen. Sondern nein, der richtige Ratschlag wäre einfach, nehmt euch das, womit ihr in Resonanz geht. Ja? Und lasst das andere links liegen. Das gilt hundertprozentig auch für die Blossom-Gutschalt-Texte. Das gilt für alle Texte, unter anderem auch für unseren wunderbaren Erzengel-Gabriel-Text von heute, auf den ich jetzt endlich zurückkommen möchte. Ja? Besonders kompliziert ist es ja nicht, aber es geht darum, dass wir Träume haben, an die wir uns vielleicht mal erinnern und die jetzt nicht mehr realisierbar sind. Mir kam sofort ein Beispiel, wenn man Fußballprofi werden wollte, ja, und dann auf dem Weg gescheitert ist, vielleicht weil man sich schwer verletzt hat, ja, dann kann man immer noch Trainer werden, ja, oder Videoanalyst. Ja, man kann weiterhin mit Fußball als Beispiel etwas zu tun haben. Und das betrifft ganz viele Dinge. Ich hatte zum Beispiel auch mal überlegt, ja, als es um Musik ging, ja, ich muss ja gar nicht der Künstler sein, ich kann auch der Plattenfirma-Boss sein. Ne? Ich habe das eine Zeit lang gemacht. Das ist richtig gescheitert. Aber dass ich was mit Musik zu tun haben möchte, auch weiterhin in meinem Leben, das ist schon klar. Ja? Nicht in der Form, dass ich das ständig um mich habe. Da muss ich ganz ehrlich gestehen, ich höre kaum Musik oder besser gesagt, ich höre gar keine Popularmusik momentan, sondern ich höre nur Heilklänge. Ja? Das ist jetzt aber auch nicht mein Traum, nur Heilklänge zu machen. Ich mag schon gerne gute Songs, aber bei vielem, was da draußen ist, wissen wir ja, wie es zustande gekommen ist. Wenn jemand sofort entdeckt wird und durch die Decke geht, ja, dann ist das nur möglich, weil eben die Dunklen das zulassen und bestimmte Deals abgeschlossen werden. Und das ist nicht so lustig, ja. Und das brauche ich nicht mehr. Aber es geht mir immer noch darum, wirklich tolle und schöne Songs zu machen, ja. Und wenn ich das immer noch machen kann und egal wie erfolgreich das ist, weil davon musste ich natürlich loslassen, das ist halt eine alte Denke von mir, die Musik auch immer aus einem bestimmten Grund machen wollte, nämlich auch davon finanziell getragen zu werden. Ja? Das war auch ein Traum, wobei das auch eben auf andere Art und Weise geht. Die Plattenfirma war es nicht und der spektakuläre Leadgitarrist einer Prog-Metal-Band war es auch nicht. Erstmal, ja. Und aber ihr versteht, ja, das sind jetzt Sachen, die
dann auch vielleicht nicht mehr realisierbar sind, wobei das dann eher auf den Fußballer zutrifft, weil das halt ja ab einem bestimmten Alter sehr unrealistisch ist, dass das noch was wird. Ja? Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, gut, ich fange jetzt an zu trainieren und spiele mal beim FC Bayern vor, dann ist das wahrscheinlich zum Scheitern verurteilt. Ja? Wäre es mein Traum gewesen, war es nie, muss ich auch mal klarstellen, jetzt mit dem Fußball was zu tun zu haben, ja, dann dürfte ich diesen Traum schon so anpassen und verwandeln, dass er noch möglich ist. Ja? Das ist genau das, was der erste Satz sagt. Und wenn wir nicht genau wissen, wie das zustande kommen kann, um Träume anzupassen, dann dürfen wir, wie es hier gesagt wird, unser Netz weiter auswerfen und uns führen lassen bei dieser Entdeckung. Hier wird dann auch nochmal gesagt, dass sie uns dringend empfehlen, dringend, ja, deswegen finde ich diesen Text auch so wichtig, eure Träume und Interessen nicht wegzuwerfen. Da haben wir es wieder, das Böse nicht. Wenn ihr sie nicht in die Tat umgesetzt habt, ja. Also erinnert euch auch mal, was ihr schon geträumt habt, was euch wirklich was bedeutet hat. Ich habe ja so einen Test gemacht, nochmal 2012, als ich das letzte Mal auf einer Bühne gestanden bin. Und ich bin fast in Tränen ausgebrochen bei diesen schönen, ruhigen Teilen, auch zum Teil bei den Soli. Und ich musste mich wirklich zusammenreißen, jetzt nicht zu sehr emotional zu werden, weil dann hätte ich vielleicht nicht mehr Gitarre spielen können. Und wäre dann zusammengebrochen und hätte geheult. Das wollte ich jetzt vermeiden. Aber ich habe die Antwort von der geistigen Welt eingefordert auf die Frage, ob Musik für mich eine wichtige Sache ist, ja? Oder ob es nicht doch einfach nur noch lästig geworden ist. Und die Antwort bekam ich in Form von einer Gefühlsaufwallung an mehreren Stellen auf der Bühne. Ja? Also das war so deutlich, das war so schön, aber es war das letzte Mal. Ja? Deswegen sage ich auch, das ist nicht der Fußballer, also der Gitarrist Wolfgang, der kann schon noch mal die ein oder andere Bühne stürmen, sozusagen. Ja? Das ist noch nicht vorbei. Und hier auch, es ist nie zu spät, kreativ zu werden, ja, und eine neue Version eures Traums zu finden, die die Energie dessen, was ihr liebt, auf eine Art und Weise enthält, die euch in eurem heutigen Leben unterstützt. Ja. Wieder in anderen Worten, greift nochmal zurück, greift nochmal nach euren alten Träumen und schaut, was sie im Kern enthalten haben, dass ihr vielleicht heute noch leben könnt. Und das sicher auch unterstützt wird heute. Ja? Also ein Kernthema vielleicht auch erstmal zu finden. Und das ist jetzt sehr wichtig. Euer freudiger und wahrer Selbstausdruck wird es euch ermöglichen, euch wieder neu in das Leben zu verlieben. Und genau da trifft's mich, weil ich bin nicht in das Leben verliebt. Ja? Ich schaffe es, eine hohe Schwingung zu halten. Ich schaffe es, witzige Podcasts zu machen. Und ich habe mitnichten ein schlechtes Leben, ja, aber wirklich verliebt in das Leben, ja, dieses, man steht auf und sagt, boah, jetzt darf ich endlich wieder das und das machen, ja, diese Energie, diese Lebensfreude, das lebe ich nicht, ja, und schon seit längerer Zeit nicht. In Anflügen habe ich das gehabt, als Ben und ich das Mantra vertont haben und die Musik dazu geschrieben haben, da hatten wir das, ja. Da waren wir wirklich on fire, wie man das so schön sagt, ja. Und das dürfen wir uns wieder wünschen. Es ist nicht normal, so etwas gleichgültig zu sein in seinem Leben und zu sagen, ja gut, das Leben ist halt so, ja. Also quasi ein bisschen aufzugeben, das ist nicht normal. Das ist nicht die Energie, die uns eigentlich ausmacht. Natürlich trägt vieles im Außen dazu bei, dass wir uns tendenziell so fühlen, ja. Und Ängste, Traumata kommen im Inneren noch dazu. Aber es ist nicht normal und nicht unser natürlicher Lebensausdruck. Und genau diesen natürlichen Lebensausdruck, diese Energie, sich in das Leben zu verlieben, genau das wünschen wir euch heute und immer, sagt Erzengel Gabriel und seine Energie. Ja, wunderbar, oder? Und das wünsche ich euch auch. Na gut, ich habe heute einen Termin. Ich bin froh, dass ich alles so gut vorher noch fertig bekommen habe. Und mal schauen, was das wird. Ich freue mich auf jeden Fall auch auf morgen. Haut rein. Bis dann. Ciao, servus.